Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Hallo. Heute mit Dami und Julia. Hallo. Hey. Julia ist nämlich zu Gast in Hessen. Und zu dem Thema habe die Dami dann vorhin eingeweiht, etwas Lustiges ausgedacht, was jetzt eigentlich mal nichts mit dem Reitsport zu tun hat, sondern wir machen heute mit der Julia einen Hessendialekt-Test. Weil Julia meint immer, sie versteht uns nicht. Ja, und Julia will ja auch irgendwann mal hierher ziehen, ne? Ja, genau. Muss sie ja hessisch verstehen. Wir arbeiten schon mal anfangen, die Sprache zu lernen. Ja. Das heißt, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir nennen der Julia ein paar Begriffe und die muss uns erklären, was das auf Hochdeutsch bedeutet. Kenne ich aber auch nicht. Wie soll das herkommen? Okay. Möchtest du bitte deinen Fuß? Jetzt ist sie umgefallen. Oh, guck mal, wie sie... Was war denn das? Schön Intro haben wir schon mal. Da werden schon 10 Schnitz drin. Du musst noch sowas sagen und wir legen jetzt mal ein Video los oder irgendwie sowas. Genau. Ja, fangen wir an. Wieso Spaß? Nein. Was? Kennt ihr das nicht? Okay. Das ist Spaß. Guck das Video zu. Nein, kenn ich nicht. Aber ich kann ja auch nicht Bodes Lava. Ja. Ernsthaft weitergehen machen? Warte, wer ist denn ernsthaft vor uns? Keiner. So. Also wir fangen dann jetzt mal an. Ja, du fängst an. Ich fang an. Okay. Nicht hingucken, Julia. Guck dir Dami in die Augen. Rippelekuchen mundet in Hessen ganz besonders, denn es ist... Was? Rippelekuchen. Reibekuchen. Nein. Habe ich aber tatsächlich auch erst gedacht, muss ich auch sagen. Ja, gut, das zweite Wort ist ja schon geklärt. Kuchen. Ja. Ist ja ein bestimmter Kuchen. Okay, Rippelekuchen. Versuchen wir das jetzt einfach mal logisch aufzubauen. Julia 1, Dami Chrissy 0. Okay, warum Julia. Das ist Streuselkuchen, das ist mit S und dann ist das mit R. Riffel, dabei oben die Oberfläche geriffelt ist. Geriffelt. Pässe. Kribbeln, ribbeln. Mach einfach weiter, die diskutiert uns auf den ganzen okay. Abend. Also Julia, Anäste ist das hessische Wort für... Das ist Schwedisch. Aber ernsthaft, bei Ikea haben die Möbel so beschwert. Ja, das hört sich genauso an. So, wie heißt das jetzt? Anäste. Nee, keine Ahnung, dann kann sie dir drei Antwortmöglichkeiten auch geben. Moment, lass mich doch mal einen Moment überlegen. Anäste. Anäste. Ja. Nochmal langsam? Nein, es geht nicht langsam, es geht nur schnell. Anäste. Sonst versteht man es nicht. Anäste. Anäste halt. Anders als der. Ja. Anders. Ja, anders. Nur anders. Ja. Warum sagt ihr nicht anders? Warum macht ihr da so ein schwedisches Wort raus? Anäste. Anäste. Funsel ist das hessische Wort für? Lampe. Oh. Sag mal hier. Funsel kann schon hier auch. Sagt ihr auch Funsel? Ja. Julia kann doch schon hier wohnen. Was ist in Hessen unter Gelärsch zu verstehen? Gelärsch? Mhm. Glas. Ein Glas? Gelärsch? Gelärsch. Ja, Mann! Ja, Mann! Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Gelatine oder Gerümpel? Gerümpel. Gerümpel. Das zählen wir jetzt aber nicht für dich als Punkt, weil du wusstest es nicht sofort. Ja, stimmt. Wir haben dir Hilfe gegeben. Das gilt nicht. Gelärsch. Gelärsch, ja. So, Julia. Räum mal dein Gelärsch weg. Räum mal dein Gelärsch. Das ist wie Plörren, ja. Ja, siehst du. So, Julia. Wenn etwas läppisch ist, dann ist es... Ja, wenn etwas läppisch ist, dann ist das scheiße. Ja, dann ist das also, langweilig. Ich würde es so als scheiße. Scheiße. So, soll ich dir die Antworten geben, Möglichkeiten? Nee, Moment. Also muss sie nochmal, also zweimal muss sie was sagen, bevor sie die Antwortmöglichkeiten bekommt. Ich weiß nicht, ich dachte, das wäre dann wäre das so doof, langweilig. Okay, nein. Dann die Antwortmöglichkeiten. Es ist entweder fade, labberig oder lebendig. Fade. Was versteht man im Hessischen unter einem Simbel?
Ein Symbol? Nein. Tatsächlich ist es eine der Auswahlmöglichkeiten, aber nein, es ist kein Symbol. Was ist ein Symbol? Ein Symbol. Ein Beispiel? Nein. Simpel? Nein. Simpel? Gimbel? Nein. Nur falsch geschrieben? Wir haben es ja nicht so mit der Rechtschreibung. Genau. Gib mir nochmal den Rotstift. Wir schreiben eher wie die Schweden, haben wir ja gerade schon. Ja, richtig. Ich spreche wie die Schweden. Also kannst du Hessisch, kannst du Schwedisch. Wir verstehen auch die Ikea, weißt du? Ja. Das sagen wir auch. Als benutzen die wie immer. Wie. Dass du immer das machen musst, da sagt ihr, dass ihr als das machen müsst. Ah, okay. Ich muss als mitten in der Nacht musste ich als aufstehen. Ja, immer aufstehen. Aufstehen. Aufstehen! Was ist ein Simpel? Ach ja, Simpel. Da waren wir stehen geblieben, ne? Komm. Ding, ding. Also ich muss dazu sagen, ich habe von der Chrissy mal ein Wörterbuch geschenkt bekommen. Warum ich das jetzt nicht mitgenommen habe, weiß ich nicht. Wörterbuch, Deutsch, Hessisch, Deutsch. Also normalerweise, wenn man ins Ausland fährt, nicht erlaubt. Nimmt man ja immer Wörterbücher mit. Warum nehme ich es nicht mit, wenn ich nach Hessen fahre? Nach Hesse. Ich habe keine Ahnung. Gib mir die Antwortmöglichkeiten. Alles klar. Das Symbol? So. So. Den Simulant? Oder der Einfallspinsel? Der Simulant ist es. Nein, es ist der Einfallspinsel! Jetzt haben wir schon zwei Punkte. Mann. So, Julia, wenn man dich hier als Babisch bezeichnet, dann bist du. als Babisch oder? Babisch. Wenn du Babisch bist, bist du. Ja, also du hast vorhin gesagt, du bist ein Dabbes. Dann ist Dabbes doof oder trottelig. Ja. Und ein Babbisch, wenn irgendwas babbisch ist, dann ist das doch so klebrig, oder? Dann babbt das irgendwo fest. Das heißt, du bist dann was? Klebrig. Fest, okay, aber festgebabbt. Hier, wenn man so Zellulite hat, so schwabbelig. Schwabbelig. Nein. Auch nicht. Wenn du nicht, nee, dann würde ich es zu schnell verraten. Also wenn du babbisch bist, gehst du halt schon unter die Dusche. Also das ist schon richtig, ja? Das wollte ich eigentlich gerade sagen, ich dachte, dann verrate ich es. Ja. Aber... Unter die Dusche. Schwitzig. Klebrig. Schmierig. Dreckig einfach. Dreckig. Ist ja fast das gleiche wie klebrig. Der ist immer kalt. Wenn der Hesse Lunsen tut, dann ja, macht dann er was. Ja, dann guckt der. Oh, das kam aber schnell. So, jetzt muss mir erstmal einer nachmachen. Jetzt muss er jetzt immer bei der letzten. Was? Ja. So. Aber ich kann dir noch, ich hab noch was auf dem Handy. Ich kann noch ein paar andere rausbauen. Ja, komm, also so. ein bisschen Letsch hier. Ne, was war das nochmal? Fahrt, ne? Ja. Okay, es kommt hin. Das ist jetzt die Frage, wie man das ausspricht. Ich würde es anders aussprechen. Bitte? Was jetzt noch kommt. Dippe? Scheiße, Dippe wusste ich, was das war. Ah. Das hat sie nämlich extra erklärt. Ja. Was? Ich hab's dir mal erklärt, genau. Ja, ne? Dippe. Nicht zu verwechseln mit dem Duppe. Ja, richtig. Den du hast. Ja. Ach, Oma. Was hat das? Den Duppe. Nicht das Dippe. An der Waffel. Ah. Hatten wir das nicht vorhin schon mit? Ja, das also, ist alles das gleiche. Dippe. Ja. Der Tupperschüssel. Ja, genau. Dippe. Dippe. Bei uns gibt es ja in Frankfurt auch immer die Dippe-Miss. Ja. Die war doch letztens. Ja. Ja, die ist irgendwie das ganze Jahr so immer. Ungefähr. Die ist irgendwie immer. So, okay. Ja. Ja. Also, Julia, in Hessen ist ein Hingel nichts anderes als... So hätte ich es jetzt auch ausgesprochen. Ein Hingel. Ein Hingel. Und wir sind nicht bei Asterix und Obelix und werfen mit Hinkelsteinen um uns herum. Ein Hingel, Julia. Ein Hinkel. Nee, Hingel. Ein Henkel. Henkel, der steht da oben, der Henkel trocken. Oh! Eine Türklinke. Nein. Ein Gehstock. Nein. Ich werde hier mit Schnappklammern. Schnappklammern heißen die so bei euch? Nö. Nö. Haarklammern. Ja, genau. So. Wir waren beim Hingel. Hingel. Bleibt denn nicht mehr so viel? Was fängt mit Haar an? Oh. Okay, ganz einfacher Tipp. Es ist ein Tier. Ja, stimmt. Das schränkt es schon sehr ein. Wie hieß das noch? Hingel. Hingel.
Hase? Nein. Hirsch? Nein. Hirsch! Haifisch. Haifisch! Ich schon an Nord Scharke machen. Julia, das sind Scharke. Scharke. Also, wenn er mit S, das ist ja nicht mit H. Komm, wir lösen es auf. Das, ja, das dauert zu lange. Das macht Kikeriki. Ein Hahn? Ja. Ernsthaft? Ja. Um Jottes Willen. Um Jottes Willen. Okay, gib mir den Hinweis. Kolder. Was? Kolder. Kolder, genau. Was ist eine Kolder? Kolder. Mhm. Gut. Ah ja, nimm mal die Kolder aus dem Mund. Nimm mal die Kolder aus dem Mund. Decke, Decke. Ja. Wolldecke. Ja. Kolder ist eine Wolldecke. Wolldecke. Eine Wolldecke ist eine Kolder. Wolldecke. Ja, genau. Gutzje. Was? Gutzje? Ja, was ist ein Gutzje? Ein oder eine? Ein. Oder Gutzje. Ja, bei Hässeli. So, jetzt haben wir schon Schwedisch, Englisch und irgendwas dazwischen. Gutzje. Gutzje. Das kann man auf jeden Fall essen. Gutzje. Gutzje. Wie so italienisch. Gutzje. Es ist aber bestimmt nicht, ne? Das ist nicht italienisch, oder? Nein, das ist hessisch. Das ist kein italienisches Gericht. Ja, ihr benennt ja alles anders. Also ich meine, Decken, Wolldecken sind ja auch nicht in Hessen erfunden worden. Und die heißen hier Kolter. Ja. Wie heißen die denn bei euch? Wolldecke. Das ist ja einfallsreich, du. Das ist übrigens auf der Tippe dabei. Warum soll die anders heißen als Wolldecke? Warum müsst ihr alles umbenennen? Gutzje. Gutzje. Ist das ein hessisches Gericht? Gericht. Ein ganz hervorragendes Gericht ist es. Das ist echt jeden Abend total gern. Grütze. Nein. Man hat länger was davon. Kotze? Hauptgericht, dann ist es Kotze. Ob das ein hessisches Gericht ist. Hast du länger was davon? Oh. Ekelhaft. Sollen wir es ja verraten? Ja. Das ist ein Bonbon zum Lutschen. Ach, um Gottes Willen. Mal ernsthaft. Gutzje ist ein Bonbon? Warum sagt. Ey, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kennst du das Knerzje? Nee, kenn ich nicht. Das ist ja irgendwas, was auch beim überall jedem, anders heißt. In jedem Bundesland überall anders heißt. Knerzje. Das Knerzje. Bei uns ist es Knerzje. Ja. Kannst du essen. Ah, ich wollte jetzt sagen Regenschirm. Nicht das Knirpschen. Nicht das Knirpschen. Brötchen? Nein. Nein, nee. Das ist ein ganz bestimmtes Teil eines... Teils? Das ist das, was du zum Frühstück essen kannst. Hier, das Knäppchen vom Brot. Ja, das Endstück vom Brot. Ja. Ja. Das Knäppchen. Wie heißt bei euch Knäppchen? Knäppchen. Aufgestummt, das ist auch gut. Aufgestummt. Aufgestummt. So aufgestummt etwas. Oh, aufgestummt Ding. Bist du aufgestummt? Ne, sie ist nicht aufgestummt. Nee, sie ist noch nicht. Wer ist denn aufgestummt, den wir kennen? Ach du. Nein. Jetzt kann ja nur was Falsches sagen. Ne? Liebenswert. Oh. Ich bin aufgestummt, doch. Ich bin aufgestummt. Sauer. Sehe ich irgendwie böse aus? Oder bin ich böse aus? Ich muss meine Beine ausstrecken. Aufgestummt muss ja irgendwas mit... Also Uff ist ja meistens hier auf, ne? Uff ist auf. Und gestummt ist gestummt. Also ich hätte es jetzt so ein bisschen so, Deck mir nicht deinen Finger in die Nase. So aufgewühlt. Nee. Wird für mich jetzt Sinn machen. Nein. Aber die Hessen machen doch keinen Sinn, haben wir doch schon jetzt. Ist richtig. Ich wollte es nur nochmal betonen. Ich habe keine Ahnung. Klein. Ach ja, Himmel! Ach ja, Himmel! Also, ne, klein und auf ist das, das ist doch paradox. Aufgestummt! Ja. Runtergedrückt. Link.
Was? Da ist ein Lick. Ein Loch. Mhm. Ja, ein Leck. Das geht. Ne? Ja, ein Loch. Das kann man auch im Zahn. Ja, aber ein Loch, anderes Wort. Karies. Sie hat gesagt, das kann man auch im Zahn haben. Im Mund, nicht im Zahn. Wenn in deinem Mund. Wenn dir ganz viele Zähne fehlen, dann hast du eine. Eine Lücke! Ja. Yay! Fertig. So. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube, Julia hat sich ganz gut geschlagen. Ja, also zwischendurch hatte ich mal einen Hänger, ne? Aber wenn man auch mit so blöden Sachen kommt, ne, die so überhaupt so keine blöden Logik haben, dann wird es halt schwer, ne? Ich meine, das ist halt einfach Zorris hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es in eurem Dialekt irgendein besonderes Wort gibt, was die meisten immer nicht verstehen, was das für Wörter sind. Und dann bin ich mal sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, weil da sind bestimmt auch einige dabei, die wir Hessen nicht verstehen. Wir machen das so, ne? Also ihr schreibt das unten rein, aber ihr schreibt nicht die Lösung da rein. Und die Chrissy muss die lösen. Ja, im nächsten Video. Genau, im nächsten Video, dein Video. Also werden wir die rausschreiben, so. Aber du darfst sie nicht nachgucken. Und dann werden wir die Chrissy... Alles klar, werde ich dabei. Im nächsten Video die vorlegen. Alles klar, machen wir so. Das ist doch ein Projekt. Ja. Mal gucken, so, wie viele das am Ende noch gesehen haben. Das Geile ist ja, du weißt ja noch nicht mal, was das überhaupt für ein Dialekt dann ist. Das kann ja aus ganz Deutschland, das heißt, ich darf Österreich, der Schweiz, der ganzen Welt sein. Der ganzen Welt vor allem. Lesen darfst du. Ja, aber nicht jetzt irgendwas auf Englisch oder sowas, nämlich raus. Ich wollte gerade sagen, der ganzen nein. Welt ist schon... Also nur im deutschsprachigen Raum. Dialekte aber, halt, im Deutschen. Ja, aber... Wieso kannst du das in den Kommentaren doch lesen? Du darfst es noch nicht googeln, was es heißt. Okay. Und ihr dürft die Lösungen nicht dazu schreiben. Ganz wichtig. Schreibt nur alle Wörter, die so bekloppt sind, wie sie nur sein können. So, also die halt wirklich Zorris sind. Schreibt sie in die Kommentare und beim nächsten Mal muss die Chrissy die lösen. Alles klar. Das so. Machen wir. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, ja, mal ein bisschen Unsinn zu machen. Genau. Ja, ein bisschen Zorris. Blödsinn. Und ja, wir bedanken uns. Genau, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Gute Nacht!